Comedy. Er ist jemand, den ich schon seit Jahren wirklich echt bewundere und das kommt von Herzen. Hier ist der großartige Maxi Stettenbauer. People, wie sieht's aus? Oh mein Gott! Oh. Vielen Dank, Dankeschön, es freut mich sehr. Vor 10 Jahren war ich hier bei Nightwash und ich habe mir 10 Jahre lang den Arsch aufgerissen, um jetzt wieder bei Nightwash zu sein und es freut mir den Arsch ab. Danke, RTL 2. Dankeschön. Danke. Freut mich sehr. Ich bin wirklich total glücklich, dass ich bei euch sein darf. Wirklich, weil zu Hause darf ich meine Witze nie mehr machen. Ja, weil ich bin jetzt Papa geworden. Oh, Dankeschön. Und das Ding ist so, meine Tochter versteht keine Ironie, laut meiner Frau. Ist auch ihr Kind. Und ich habe halt einen Keller, wo ich immer zocke. Da steht so meine PlayStation und meine Xbox und da gehe ich immer zocken. Und meine Tochter fragt, Papa, was ist im Keller? Und ich sag, aus Spaß, meine andere Familie. Darf ich nicht mehr. Aber das Geile ist, meine Tochter sofort, darf ich die mal kennenlernen? Weil das ist das Ding mit Kindern. Wir Eltern machen uns komplett in die Hose. Oh mein Gott, wenn das Kind im Spielplatz am Sandkasten auf so ein Sandkorn tritt, bricht sich das die Hüfte und ins Hirn, weißt du? Aber Kinder sind total entspannt. Und ich find's mega, wenn Väter mit ihren Kindern spielen. Aber ich finde es ein bisschen seltsam, wenn die Väter vergessen, dass sie in der Dynamik eigentlich der Erwachsene sind. Wir waren auf einer Feier und da war halt so ein 2,70 Meter Hühne, Riesendude, war auf so einer Hüpfburg, okay? Und dieser Typ hüpft auf der Hüpfburg und um ihn herum 11 Kinder. Und bei jedem Sprung jagt dieser Typ eine Schockwelle durch die Burg. Und die 11 Kinder haut's wie so Neutronen quer durch den Raum. Ah! Hilfe! Hilfe! Stress! Ich kann nicht mehr. So, und da dachte ich mir, ey, also ich find's ja schön, aber irgendwie so einfach mal hingehen und sagen, Digga, wenn du aus Versehen Bodyslam machst, sterben 3 Kinder. Dieser amorphen Masse auf deiner Schulter wollte ich meinen World of Warcraft-Account vererben. Also gehe ich hin und wollte das einfach mal klären, ja, und dachte, komm, Digga, geht ja nicht. Dann gehe ich zu dem hin und dann sehe ich erstmal, wie durchtrainiert der auf einmal war. Holy shit, war der. Und merkt ihr, kennt ihr das, wenn eure Ambitionen auf einmal verschwinden? Wenn ihr denkt, hey, das ist bestimmt ein total netter Typ. Hatte solche Muskeln, der war richtig durchtrainiert, so ein Mörderkreuz. Der war so durchtrainiert, das Fitnessstudio ging zu ihm. Unfassbar, ja. Dann gehe ich näher ran, dann sehe ich, wie aus dem Nacken so Tribal-Tattoos rauskommen. Wo ich mir dachte, Alter, der hat bestimmt auch bei Facebook ein Auto als Profilbild. Ich wette mit euch. So, und jetzt ist hier ist das Ding. Hier ist das Ding, bin ich jetzt ganz ehrlich. Weil jeder von uns hat ja hier oben so sein Propagandaministerium. Ja? Man sieht was und schickt jeden sofort in eine Schublade. Und ich gehe, denke mir so, boah, Alter, der Typ, der verprügelt mich und dann bin ich tot. Und dann sehe ich erst, wie er sich so umdreht und er hat eine eigene kleine Tochter. Ich hoffe, es war seine eigene kleine Tochter. Wie er seine Tochter dabei hatte. Die Kleine, die war so 2 und die hatte halt Angst, alleine auf die Hüpfburg zu gehen. Das heißt, er ist mitgegangen, um sie quasi zu beschützen. Und auf einmal war dieser riesige Moloch so süß. Und ich dachte mir,
mir, was bin ich für ein Arschloch? Ich judge den mega hart und der beschützt da seinen Nachwuchs total nett. Und dann ist mir aufgefallen, zu einer Frau wäre ich nie hingegangen. Wenn eine Frau mit ihrem Kind interagiert, weil irgendwo habe ich so unterbewusst abgespeichert, eine Frau. Die wird schon wissen, weil es ist ja ihre gottgegebene Aufgabe. Wenn da eine Frau auf der Hüpfburg gewesen wäre, die hätte 8 Meter groß sein können, 700 Kilo schwer, ich wäre nie hingegangen. Ich hätte nie gesagt, gnädige Frau, wir hätten gern die Sonne wieder. Aber es ist krass, ne? Wir hatten neulich was ganz Neues. Wir mussten auf ein anderes Kind aufpassen. Das ist auch krass. Weil du hast ja mit deinem eigenen Kind genug zu tun. Und dann kommen auf einmal andere Eltern und sagen, fang. Und du so, was zum Geier? Wir mussten auf Leander aufpassen, weil die Mama von Leander hat den Friseurtermin, der nichts gebracht hat. Kennt ihr das? Wenn einer beim Friseur war und sagt, oh, ich war beim Friseur. Und ihr so, nee. Du warst bei einem Betrüger. Und dann waren wir halt, Leander, meine Tochter Anna, meine Frau und ich waren gemeinsam auf dem Spielplatz. Und nach 10 Minuten fragt meine Frau mich, Schatz, könntest du an der Hose von Leander riechen und gucken, ob die voll ist? Habe ich gesagt, selbstverständlich. Könntest du kurz bei einem Anwalt anrufen und schauen, ob es da für mich eine juristische Grauzone gibt? Denn ich werde nicht an einem Po eines Jungen riechen, den ich seit 20 Sekunden... Wenn ich meine Priesterkutte anhätte, würde ich's machen. Maxi Stettbauer, ein Wahnsinn! Atze Schröder, auch ein Wahnsinn! Vielen Dank! Dankeschön! Du hast wirklich eine Tochter, ne? Nee, das ist alles erfunden. Sag bitte ja, dann kann ich sagen, es klang sehr glaubwürdig. Ja, nein, ich hab tatsächlich eine kleine Tochter, ja. Und wenn du Priester wärst, würdest du auch wirklich? Dann hätte ich auch eine kleine Tochter. Da würde ich mich nicht lumpen lassen. Der Herrgott wird's verstehen. Wer jetzt keinen Bock hat, dich... Warte, bis der Satz zu Ende ist. Wer jetzt keinen Bock hat, dich live auf Tour zu sehen, der ist selber schuld. Maxi Stettbauer. Dankeschön. Bleib noch einen Moment. Okay, bleib hier.